Zuerst sind ein paar Kalbsfilet, oder, die wir haben. Das sind etwa 100 Kilo, die jetzt heute Morgen kommen. Hast du noch mal eine Kiste? Ja, das ist noch da. Knapp 8'000 Franken. Aber wie gesagt, es ist eher an der unteren Grenze. Jetzt kommt noch mal ein Metzger mit jemandem so in der gleichen Höhe. Irgendwie. Also das heisst, so am Dienstag und am Freitag, mit diesen zwei Tagen zusammen, kaufen die einen ein Auto. Und wir kochen, oder? Ich bestelle das. Ich bin ja der Herr und Meister über die selben Kosten plus minus. Aber ich bin froh, dass ich muss selber zahlen. Hallo. Also eben, siehst du ein bisschen Fleisch. Wir haben auch treue vegetarische Damen und Herren, die kommen. Die verwöhnen wir auch. Ich kann es nicht so beziffern, aber das ist vielleicht 1-2%. Die Turnhalle ist grösser als alle, die hier innen arbeiten. Es ist das, dass es eigentlich immer gleich ist. Oh, I love the Geschnetzel. Natürlich die Kunst. Es sind 4 Kilo, 26 Stutz. Ich brauche aber das Ganze für 6'000 Stutz. Der wahrscheinlich Demokrat aus der Art Zürich. Polito Misto. Wir sind etwa 80 Jahre, oder? Die Kronenhalle ist so der Holy Grail of Hospitality. Jawohl! Es hat gebrannt hier in der Krone. Ah, das ist das genau auf den Sack gegangen. Weil die Miesenflasse einfach nicht stimmt. Cool bleiben. Alles wird gut. Staubbilder, dann kommt direkt in Bilder. Denke, das muss immer das machen. Aber das Problem, weil das ist so, hat so viele Loch, oder so speziell, damit die Lumpe kann nicht putzen und das mache ich kaputt, oder? Dann ich muss mit Pinsel, dann ich weiß genau, das ist sauber. Ja, das ist meine Sache am Morgen mit dem Chagall. Dann ich weiß genau, das ist sauber. Und ich muss immer zuerst kontrollieren, weil manchmal kommt so eine Spitze von Soße oder ja, dann. Das ist wirklich der Schwanz vom Ochs, oder wie es schön heisst. Also heute Morgen kommen ja auch noch ein paar Kilo Trüffel. Komm nur rein. So, hat der andere neu geschickt? Gott verdammt, das sind doch nicht 40 Kilo. 40 Kilo Frankfurt. Ja, sicher, ja. Das ist ein Double. 4. Ich kann, wenn du willst, kurz anrufen, der andere Chauffeur ist sicher noch dort. Und dann könnt ihr den Rest bringen. Ich habe gesehen, darum muss man da sein morgen. Ich rede von 40 Kilo, ich rede nicht von 4 Kilo. Ich bestelle keine 4 Kilo. Das haben wir an einem Tag durch. Es kann eben sein, dass ich am Morgen um 8 Uhr schon hässig bin, für den ganzen Tag. Und wo sind denn Trüffel? Schwarze Trüffel sind auch nicht da. Ja, komm, gehen wir nicht auf den Sack, ehrlich.
Käse, Gampi, Schweizer Butterblock, Paprikapulver und Morchle. Das ist der andere Schick, 4 Kilo der Doppel. 4 Kilo, oder? Jetzt sind 4 Kilo gekommen. Für 26 Stutz. Ich brauche aber das Gampi für 6000 Stutz. Aber eben, heute musst du froh sein, dass das die bringen, die einen. Das ist schon etwas so. Dann komm, Jungs, nicht stehen. Einfach weiterlaufen und arbeiten, bitte. Mein Name ist Peter Scherer. Ich bin Küchenchef im Restaurant Kronenhalle. Also, ihr habt schon auf mich gewartet? Ja, natürlich. Ja. Und ich arbeite schon fast 33 Jahre. Also mehr als die Hälfte von meinem Leben verbringe ich schon in der Kronenhalle. Wir haben ja hier das Premium-Sujet, oder? Der Premium-Hintergrund. Toll da. Ja. Ja, natürlich. Das ist gut da mit der Mutter dahinten. Eigentlich schon. Das ist für mich Ehre. Wem Ehre gebührt. Sie schaut Ihnen jetzt gerade über die Schultern rein. Ja, das ist wunderbar. Also, es war sicher eine Krampferung, die keinen Tag frei genommen hat. Er hat 7 Tage durchgearbeitet und hat von null eigentlich das Restaurant aufgebracht zu dem, was es dann war am Schluss. Also, sicherlich sehr diszipliniert, sehr fokussiert auch auf den Gastronomiebetrieb. Sehr ein authentischer Mensch, vermute ich, der aber das Leben lang einfach sehr viel geschafft hat. Man muss schon sehen, dass das ganze gastronomische Gage, das sie hier finden, in der Kronenhalle, das ist sie. Das ist nicht der Gustav Zumsteg. Der Gustav Zumsteg hat das Vermächtnis angenommen und verantwortungsvoll weitergeführt. Aber das ist sie. Und gleichzeitig hat auch der Gustav Zumsteg, weil er nicht in die Gastronomie wollte, hat er natürlich immer geschaut, dass sie im Fokus steht. Bis 1984 war sie die Kronenhalle, nicht er. Er hat wollte, oder hat die Idee gehabt, dass sie sich porträtieren lässt vom Warlen. Und dann ist das Bild aufgehangen worden. Also das ist auch der Charakterzug vom Sohn, der sich, das ist ein in sich gekehrter Mensch gewesen, der sich zurückgenommen hat und natürlich dann auch dieser Mutter den Auftritt gegeben hat. Ich glaube, sie hat so viele gemacht hier, so diese Geschäfte, oder? Ich habe wirklich Respekt für diese Frau. Ich mache sie schön, weil alles kann hier in Kronenhalle kommt. Und schau, dieses schöne Bild. Wir haben einen Gast, der ist ein Designer, ein grosser Designer. Und den habe ich mal gefragt, was er denn von unserer Uniform hält. Er, der eigentlich eben sehr zeitgenössisch ist und Avantgarde und edgy. Und er hat gesagt, es ist wunderschön, hat er gesagt. Und seither trage ich sie noch mit ein bisschen mehr Stolz. Ja. Als Frau Zumsteg das Restaurant aufgemacht hat, 1924, hat sie nur Frauen eingestellt und die haben all die Uniform getragen. Guten Morgen. Hallo. Thank you.
Darf ich auch etwas sagen? Ich habe gerade vorgestern den Film «Perfect Day» von Wim Wenders gesehen. Es geht um eine Reinigungskraft. Und so das Tägliche. Ich meine, es ist so eine Sisyphos-Arbeit. Man macht immer das Gleiche, jeden Tag das Gleiche. Und klar ist nicht jeden Tag gleich, aber die Arbeit ist nicht mehr die gleiche. Und es ist so die, in dieser Wiederholung ist so etwas sehr Achtsames. Und ich finde auch, das Aufdecken hat etwas Achtsames. Man muss bei der Sache sein, man muss es richtig machen, es muss sitzen. Es muss perfekt sein. Ich glaube, das ist es. Das sind handgewobene Leinentischtücher. Chacach. Das Muster ist, hat er zum Steg in Paris auf einem Marché aux Puces entdeckt und hat dann die Tischtücher entworfen. Und das Blumenarrangement ist immer in der Mitte des Tisches. Und die zwei Blüten sind hier auf der Seite. Das muss immer gleich sein. So festgehalten ist beispielsweise die Hängung der Bilder. Das hat dann mit Plänen festgelegt, Agrochage. Festgehalten ist die Schauung. Die vier Lokalitäten, die es gibt. Also Chagall-Saal, Schweizer Galerie, Brasserie, Bar. Und mehr im Begriff nicht explizit erwähnt, ist dann die Küche, die Brasserie-Küche, die sorgfältig hergestellt soll sein, aber nicht in einem Shishi enden, sondern einfach. Dann auch so Details, das gehört einfach zur Kronenhalle. Das ist der Blumenstrauß in der Mitte, oder das ist das Bürli, oder das ist Tischtücher, die man wechselt von Mittag auf Nachmittag auf Abend. Keine Musik. Weil es steht da drin, das kann ich Ihnen durchaus schnell sagen, ich, also der Gustav Zumstag, bestimme für diesen Fall, dass die bestehende Tradition der Kronenhalle, die weitgehend durch die aktive Tätigkeit meiner verehrten Mutter geprägt worden ist, auch nach meinem Tod unverändert bleiben muss. So, Natascha. Muss ich dich anschauen? Noch ein bisschen näher, ja, gerne. Also nicht einmal mich, sondern die Kamera am liebsten. Ja. Gut. Was könntest du noch richten dort am Tisch? Schau schnell, ob das sauber ist. Ich heiße Natascha Djukic, ich arbeite im Service und ich bin seit 10 Jahren in der Kronenhalle. Und zu mir überlegen. Ich bin noch etwas verschwitzt nach dem Velofahren. Ich sitze nie da. Ich stehe höchstens da. Ich war noch nie Gast in der Kronenhalle. Ich bin noch, also klar, sitzt man manchmal her, aber jetzt an diesem Tisch noch nie. Also, wir dürfen nicht. Wir dürfen nicht auch Gäste sein. Wir sind auf der anderen Seite. Und vorher bin ich wie zu ehrfürchtig gsi. Ich han Kronenhalle ist so der Holy Grail of Hospitality. Also es ist ja, man hat so eine Ehrfurcht. Ich glaube, das ist es. Ja. Wo kann man schon unter einem Miro essen oder unter einem Chagall oder Picasso? Das ist etwas Einmaliges.
Mein Lieblingsbild ist vielleicht die verschwindende Hand von Chilida. Die ist echt gut. Das ist auch eine Papierarbeit. Aber irgendwie habe ich das Gefühl, man sieht jedes Jahr etwas weniger. Das macht es irgendwie noch etwas wertvoller. Das ist das Thema. Es geht mir doch im Fernsehen meistens da, die mit den schwarzen Händchen und weiss ich was alles. Es geht alles gut aus. Weißt du, was ich die Händchen anhabe? Wenn ich gerne rote Hände von der Rande. Eben Kochen ist ja einfach eine reine Handarbeit. Schön langsam. Ja. Schön durch, ganz runter, ganz richtig schön durchziehen. Nur die Pfannen rausnehmen, ja, und den Dings waschen, ja, dass man die Suppe abtun kann. Ja, muss man aufpassen, nur Sodenwasser. Ja. Es läuft so, wie ich das will. Da kenne ich nicht, kein Pardon. Es muss laufen, wie ich mir das vorstelle, dass wir dorthin kommen, wo wir müssen. Dort bin ich unerbittlich, aber sonst bin ich eigentlich ein netter, umgänglicher Mensch. Wenn sie mich nicht gerade verrückt machen. Was leider halt ab und zu vorkommt, oder? Jetzt kommt mit dem Scampi noch an. Das sind jetzt die vorigen Scampi. Kannst du mit dem Wägel hinterfahren? Ja. Jetzt kommt er. Achtung, Vorsicht! Schönes japanisches Messer. Sorry, Luca. Also, wie funktioniert das Ganze? Also, was? Komm mal her. Was machen wir da genau? Also, Karnarasch hinter so. Sehen Sie! Ja, noch ein bisschen näher zu mir kommen. Ich heiße Josephine De Felice, ich bin im zweiten Lehrjahr und ich bin seit eineinhalb Jahren hier in der Kronenhalle. Ja, das ist es schon. Wie? Ach, mit den Wimpern? Ich mache sie eben immer wieder und das habe ich jetzt vor zwei Wochen gemacht. Also ist nicht alles gleichmäßig. Da ist ein bisschen zu viel, darum muss ich ganz kurz schauen, dass es nicht irgendwie komisch aussieht. Naja, das sieht nicht aus. Ja, Wimpern für eine Verlängerung. Wenn man anfängt, kann man irgendwie nicht aufhören. Das ist richtig schlimm. Ich habe eine Addiction bekommen. Herr Zeller! Ich sage dazu, dass ich keine Schminke brauche und dass ich natürlich schön bin, oder, Herr Zeller? Ich bin hoch, wie der eigentlich nicht geschminkt. Das stört ja niemand. So. Ja, das ist der Kompromiss, den wir eingehen. Sie sollen ihre schönen, langen Wimpern haben.
Man muss ja auch mal die Junggradzahl gerade lassen. Geschickt, aber jetzt im Service. So, am Anfang habe ich es auch recht klar bekommen, dass ich irgendwie nicht Special Treatment bekomme, weil ich eine Frau bin oder so. Ich bin auch gar nicht schwach. Seit immer habe ich eine mega starke Persönlichkeit. Wenn mir etwas nicht gefällt oder wenn ich mich unfair behandle, sage ich das auch immer. Ich bin recht tough und ich möchte mich irgendwie nicht als klein sehen. Ich bin wie jeder andere. Vom Herrn Zeller. Herr Zeller hat mir das beigebracht und mir gezeigt, man muss das auch können, auch dann in der Schule, im UK. Wenn ich dann Fleisch habe als Thema, dann würde ich das müssen. Ich muss das wie können für meine Ausbildung, sage ich mal so. Aber wenn es um so Sachen geht, Herr Zeller weiß alles. Ich bin gerade im Tagesfrigo. Und zwar haben wir hier einen kleinen Stock für unser Buffet. Da haben wir jetzt eine spezielle Edition von einem Louis Röderer Kristall Champagner. Von der haben wir auch nur zwei Flaschen bekommen. Und wir haben jetzt letzte Woche wirklich Gäste gehabt, die die eine von denen konsumiert haben. Kostet 1.990 Franken im Verkauf. Und ja, sie hat mich gemundert. Das ist jetzt das Wertvollste, das wir haben. Da haben wir eine Flasche zur Verfügung, die wir jetzt ganz neu auf die Karte genommen haben. Und die haben wir dann im Verkauf für 23.000 Franken. Das ist wie eine Art Champions League der Weinwelt. Und ich muss dazu sagen, wir kommen eine Flasche über pro Jahr. Also die sind sehr strikt, auch mit der Vergabe. Und dementsprechend schön ist es für uns, dass wir eine Flasche anbieten dürfen. Und wir sind gespannt, ob sie konsumiert wird bei uns. Vom gleichen Weingut gibt es eine andere Kategorie. Das wäre dann der Latache von Romane Conti. Und da brauchen wir pro Jahr tatsächlich 3, 4, 5 Flaschen, die für 7.500 Franken verkauft werden. Darum sind die Chancen sicher da, dass wir irgendwann auch die oberste dann mal verkaufen werden. Natürlich ist es, wenn man es degustiert, ist es ein Erlebnis, ein einzigartiges. Aber die Frage nach dem Preis, wie viel ist ein Wein wert, ist unheimlich schwierig zu beantworten. Und ich glaube, das muss jeder mit sich selber dann abmachen, ob er jetzt das wert findet oder nicht. Der Latache vom Weingut Romane Conti. Dazu kann man schon sogar sagen, also nur die Holzboxen alleine werden das draussen gehandelt für 100 bis 150 Franken. Finde ich auch noch spannend. Ohne Wein drin, genau. Ja. Ja. Ja gut, da ist auch noch, ja.
die einen sagen bürgerlich irgendwie so. Das ist so, das gefällt mir eigentlich nicht so. Ich sage es ist klassisch französisch. Für mich ist es gut bürgerliche, klassische französische Küche. Josie? Ja? Josie, du hast alles im Griff? Ja, ich fange jetzt da den Risotto an. Gut. Super, ich mach's da. Ja, das ist das Herz von der Kronenhalle, die Gerichte. Das sind die Gerichte, die die Leute einfach wollen. Es kommen viele da rein, die schauen gar keine Karten an, sie wissen genau, heute will ich einen Stroganoff und so weiter. Und es gibt viele Sachen, gibt es gar nicht mehr in einem anderen Restaurant. Also Grötencocktail ist so etwas, das ist vor 40 Jahren, als ich die Lehre gemacht habe, war das noch das Gericht. Heute ist das eher belächelt. Man macht ja modernere Sachen und so weiter irgendwie. Bei uns gibt es nicht einen grünen Cocktail wie vor 40 Jahren. Mit Toast und alles. Und es hat auch gleich einen Haufen Leute, die das halt gerne haben. Natürlich würden sie unsere Gäste hässig machen, wenn sie würden. Also, sie müssen sich vorstellen, jeder junge Koch will natürlich einmal etwas anderes machen, als was man vorher schon gemacht hat in diesem Restaurant. Und das ist für ihn schwierig. Dass wir ihm sagen, nein, das wollen wir nicht. Wir brauchen deine Kreation jetzt da nicht. Die ist jetzt da nicht gefragt. Also die Rezepte sind klar und der Gast wünscht, dass die Leberli oder das Geschnetzelte oder was es auch immer ist, der Ballonsalat, so ist, wie er es kennt. So, ja, das hat die Gerichte auf der linken Seite, wir haben ja Doppelseite. Die auf der linken Seite sind schon so gsi, wo ich gekommen bin, und die werden dann auch so sein, wenn ich gehe. Wir schauen, wie viel muss ich aufdecken. Ja. Ich verwalte das Erbe vom wenn man so sagen, vom Herzumsteig, oder? Weil das haben wir noch abgemacht, als er noch am Leben war. Irgendwie. Also ich nach seinem Tod das eigentlich so weiterführen, wie er das gerne möchte. Und das wird gemacht. Ich gehöre zu denen, die, wenn wir miteinander etwas abmachen und ich sage zu ihnen ja, dann brauche ich keinen Vertrag und nichts. Das gilt so. Das ist so. Speziell, so ein 100-jähriges Restaurant. Ich meine, was ist in 100 Jahren? Das ist schon fast schwer vorstellbar. Was ist in 100 Jahren? Also in 21, 24? So die Vorstellung. Ich habe von der Frau zum Umstieg nicht so viel gehört wie vom Herr zum Umstieg. Was ich weiß, ist, dass sie aus einfachsten Verhältnissen von Winterthur ist auf Zürich gekommen und dann in einem Restaurant geschafft hat, wo jetzt Haifisch ist, und dort dann ihren Mann kennengelernt hat, den Gottlieb zum Umstieg. Aber dort bereits zwei Kinder hatte.
Und eins hat er dann adoptiert, den Herr Zumsteg, den Gustav. Und sie hat ihn dann ein bisschen dazu gebracht, dass er die Kronenhalle hat übernommen hat. Also offiziell hat er sie übernommen, aber eigentlich war es sie. Eine Grande Dame, muss man sagen, immer schön angelegt, Yves Saint Laurent oder Balenciaga. Und zwar einfach, weil es zu ihr gepasst hat. Ja, ja, was ich kennt. Ich habe früher immer, als das Kind kam, immer am Mittwoch haben wir schulfrei gehabt. Und wenn man dann von der Schule redet, hat es immer ein Fünfleiben für uns gegeben, oder? Ich und der Brüder noch. Also meine Großmutter und Hulda Zumsteg waren die Schwestern. All ihre Freundinnen oder ihre Arbeitskolleginnen, die ihr wichtig waren, das war ihr Team, das sie hatte. Die hatten also kurze Namen, so Kreis 3 Namen, so Ida, Hilda, Hulda, die haben Isa, ich weiß, Elsa. Und das waren so ihre treuen Mitarbeiterinnen. Und sind, glaub, bei ihr waren es nur Frauen gewesen. Und dann hat der Herr Zumsteg übernommen und dann sind es hauptsächlich Männer gsi, aber sie haben alle gelebt für die Kronenhalle, so wie wir es heute machen. Ja. Welche Stufe? Kannst langsam wieder. Aufpassen, immer von dir weg, he? Immer so. Da sitzt. Du ne? Ja. Dann lag es am Block. Okay. Oh, ja, ich bin in dir. Das ist jetzt das Mitarbeiteressen. Wir tun jeden Tag für ca. 40 Mitarbeiter tun wir, auch noch das Personal zubereiten. Genau. Das ist eine gute Arbeit auch für Josie, wo sie kann ein bisschen auch so lernen, so ein schönes Raffhaus, Vorräten machen und dann in der Prüfung auch können. Wollen wir schauen, ob es schon Fahrt hat? Nimm doch einen richtigen da. Warte, lass noch ein bisschen. Gut. Wir die Temperatur runter. So, gut. Langsam, nicht ganz mit Gefühl. Ja, genau. Ich muss ein bisschen so richtig aufkuppeln. Das muss so drehen. Mein Ziel ist, dass ich auch Chef bin, dass ich mein eigenes Restaurant habe und dass ich wirklich mal Chef werde. Das ist wirklich mein Ziel. Ich möchte wirklich Nummer eins sein und dass ich sage, was zu tun hat und was nicht. Und nicht, was mir erzählt wird, was ich müsste machen. Ja. Josie, jetzt haben wir noch mehr getan, es langt immer noch nicht. Du musst Mittag musst du sehen. Du musst 40 Personen musst, wenn du einfach nicht du musst einfach, wenn der Philipp sagt, machen, musst nicht studieren, sondern machen. Für 40 Personen musst du einfach rechnen. Und wenn wir an die Leiter irgendwelche Schweinefleisch drin haben, nehmen die einen nur Beilagen. Ja. Und da musst du einfach wirklich mehr rechnen. Das ist 3,5. Prüfen Sie nicht. Du musst einfach wirklich rechnen. Oh, Scheiße. Ist gut. Dann fürs nächste Mal. Ich tue Fasten für dich. Und der, der jetzt nicht da mehr ist, ist einfach nicht mehr da, weil er in der Pension ist. Und wir sind sonst schon immer so gesessen. Das ist ehrgebietig gegenüber ihm, ist der Platz frei. Und meinen ist auch frei, wenn ich nicht da bin. Manchmal. Die wissen alle. Der Chef sitzt noch dort. Es muss frei sein. Ich kann auch sagen, es ist ein Tick oder ein Spleen, oder? Wo wir haben. Aber es,
hat sich so eingebürgert. Und das bleibt jetzt so. Also jetzt sind wir auf dem Weg ins äußere Weinlager. Es ist ein, ein versteckter Ort. Es ist schwierig zu sagen. Ich glaube, was reden wir da von 40'000 Flaschen Wein? Plus, minus, ja. Und der unten liegt. Genau. Bis zu der Trinkreife. Zum Monatswein besteht aus etwa 40% Merlot, 25% Cabernet Sauvignon, dann ein bisschen Cabernet Franc. Und dieser Jahrgang 19, der hat Syrah drin. Das ist etwas speziell, normalerweise Sangiovese. Oder? Und schmeckt ein bisschen nach Feigeli, blaue Beeren. Er ist aus der südlichen Maremma. Ein sehr bekömmlicher Wein. 14 Volumenprozent, also Gleitung in der Haptik. Und puffert ein bisschen auch die Tannin und Gerbstoffe weg. Aber es ist gleich ein bisschen austrocknend am Anfang, weil er natürlich 12 Monate noch barrig und jung ist. Also, am Gast sagen, nach 5 Minuten hat es einen anderen Wein Das ist eigentlich mein persönliches Gästebuch. Das ist so eingepackt, wie in der Küche ist es immer fertig. Es sieht ein bisschen komisch aus, wenn man das Buch einpackt. Aber ich könnte ja noch, dass es sauber ist, oder? Das ist das Kronhallen-Emblem und das ist das Tischtuch, oder? Das sind doch da die berühmten Gäste, oder? Mit den Verzumstellen und so weiter, oder? Pavarotti. Sophia Loren, die konnte ich auch selber kochen für sie da. Also nur wenn einer berühmt ist, darf ich noch lange nicht unterschreiben bei mir. Da bin ich ein bisschen eigen. Ja. Also wer drinnen ist, ist zum Beispiel natürlich auch der Herr Federer. Oder? Und dann, der Herr Federer hat, wenn ich es gerade finde, sein Lieblingsgericht bei uns ist, das sehen Sie gerade, wenn ich es finde, das ist sein Lieblingsgericht. Das war der, als er das French Open gewonnen hat. Nachher. Das ist ja schon ein paar Jahre her. Er hat immer das Wiener Schnitzel gegessen. Der Lucio Dalla. Das ist ein Sänger, den ich sehr gerne habe. Frau und ich sind am Abend vorher, sind wir am 28. sind wir im Konzert gewesen, am 29. schon gegessen. Und das Tragische an dieser ganzen Geschichte ist, das war wirklich so, er ist gegessen. Am nächsten Tag kommt ein Koch rein, um 1:30 und sagt zu mir, der Herr Dalla ist gestorben. Und mein erster Gedanke ist vielleicht ein bisschen blödsinnig, aber ich habe gedacht, das war etwas am Essen. Ja, man weiß nicht. Also, das war der erste Gedanke, aber er ist nicht wegen dem Essen gestorben. Oder? Aber das war irgendwie meine Angst. Also, ich bin natürlich nicht in der Kronenhalle gearbeitet wegen der Gäste. Das war ein anderer Aspekt. Und darin ist das normal, dass wir spezielle Leute haben oder berühmte Leute. Das ist für uns Alltag. Thank you.
Also. Und heute Mittag vorne voll, hinten voll, oben noch oben voll. Die Einteilung machen wir folgendermaßen. Der Dimi kommt in die Gustav-Station, in die Corona-Station wie immer der Uwe, in die Hulda der Nai, Miro, Natascha, Chagall, Sami. Im Chagall-Saal macht Bellevue-Seite der Tobi, in der Mitte der Diego und die Promenade der Stan. Und oben zu haben wir Mara, der Andrea und die Liana. Normale Folie. Jetzt versorge ich es wieder und wenn jemand kommt, packe ich es wieder aus. Dann starten wir, hä? Grüezi miteinander. Herzlich willkommen in der Kronenhalle. Der Food ist gut. Jetzt haben wir ins Home. Ins really Home. Die Kronenhalle ist etwas Teures. Von dem muss man verschiedene Natürlich die Kunst, die fantastisch ist. Danke vielmals für Weihnachten. Das ist schon mal ringmöglich, dass es noch ein paar hundert Franken gibt für einen. Aber das können wir nicht alle über. Danke vielmals. Das ist ein heikles Thema. Hier sind Wiener Rösti, Ludemann mit Stock und Gemüse.